Hier ist die Hake, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Christina Stecklein und dies sind die Themen für Freitag, den 3. Mai. Mangelnder Respekt und zunehmende Gewalt gegenüber Polizisten, Feuerwehrleuten, Krankenschwestern und anderen Vertretern des öffentlichen Dienstes wurden im Vorfeld der Mai-Kundgebung bei einer Podiumsdiskussion im Nienburger Kulturwerk beklagt. Dazu hatte der Deutsche Gewerkschaftsbund eingeladen. Janet Böversen aus Wietzen ist die neue Mai-Königin. Insgesamt über 400 Stimmkarten wurden beim Mai-Fest in Mühlenhallenbeck abgegeben. Auch das Traktor-Pulling war ein erneuter Publikumsmagnet am Feiertag. Nach Angaben der Veranstalter sollen mehrere tausende Zuschauer dabei gewesen sein. Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 2 Millionen Euro sind jetzt auf dem Gut Neuhof in Petershagen-Heimsen zu Ende gegangen. Entstanden sind eine Vielzahl von Einzelzimmern für die aktuell 117 Bewohner der Eingliederungseinrichtung. Auch der Brandschutz spielte eine große Rolle. Nach einer Bauabschlussbesprechung stand am Donnerstag die offizielle Übergabe der neuen Räume an. Zum Sport. Der SC Makloe steht vor dem entscheidenden Relegationswochenende. Für die Mann um Niklas Matthias geht es nach Lunestedt, wo es am Samstag ab 10 Uhr gegen den dortigen TSV und den TTC Düppel aus der Nähe von Berlin um den Aufstieg in die Regionalliga geht. Beim Reitturnier in Mühlenhallenbeck dominierten erneut die Gastgeber. Der Mai-Königinnen-Pokal wurde erfolgreich von Kim Celine Kalusche-Gedicke, Kimberly Klötzing und Wolfgang Greve verteidigt. Zudem freuten sich die Organisatoren über zahlreiche Besucher. In der Handball-Oberliga steht für die HSG Nienburg das letzte Saisonspiel an. Auswärts geht es zum bereits feststehenden Meister Winhorst. Spontan folgte am Donnerstagmittag noch die Ansetzung des Nachholspiels gegen Basinghausen, das direkt am selben Abend ausgetragen wurde. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Hake am Freitag oder unter www.diehake.de.